da am besten, ne? Womit man ihn am besten ablenken kann. Was ist das denn überhaupt? Gefangener beim... Was, beim Mittagessen? Geht ja wohl alles am Arsch vorbei. Gefangener beim Mittagessen, tatsächlich. Morgen. Was geht ab, Breifresse? Hey, das ist kein Brei und ich hab auch einen Namen. Ein bisschen Respekt hier, Grünschnabel. Und wie heißt du? Das sage ich dir nicht. Lass mich einfach in Ruhe weiter essen. Okay. Wie ist denn der Fraß da überhaupt? Wie ist der Fraß? Arschloch, ich sag doch, das ist kein Fraß. Das ist, naja, Essen halt. Okay, aber da steckt was in deinem Essen. Sieh mal, es bewegt sich. Extra Portion Proteine. Extra Portion Proteine. Das heißt, er isst Würmer? Hey, willkommen im Dschungelcamp. Da steht ein riesiger Typ hinter dir und er sieht gar nicht sehr erfreut aus. Da steht ein riesen Typ hinter dir und er sieht gar nicht erfreut aus. Sieh dir den Typen an. Dem schmeckt's richtig. Entschuldige, Breifresse. Treib's nicht zu weit. Ich geh dann wohl besser. Ja, verpiss dich. Okay, gut. Er guckt auf jeden Fall nach hinten. Kann ich ihm da vielleicht irgendwas dann reinmischen? Ins Essen? Vielleicht eine Waschmitteltablette oder so? Geht das denn? Warte mal, ich guck. Entschuldige, ich versuch's nochmal. Da steht... Ja. Lieber nicht. Schade. Okay. Hey, da war ja gar keiner. Ja, ja. Habe ich wohl halluziniert. Hehe, wow. Okay, gut, das funktioniert anscheinend nicht. Was ist hier? Was für einen Sinn soll das nochmal machen? Naja, mit allen Gefangenen mal quatschen und vielleicht Freundschaft schließen. Wer weiß. So, gibt's da noch irgendwo eine Möglichkeit, irgendwas zu tun? Gewichte. Na Gott sei Dank. Was wäre ein Knast ohne Hanteln im Hof? War kurz davor, mich zu beschweren. Vielleicht sollte ich die Zeit für ein kleines Workout nutzen. Na, vielleicht später. Okay. Reck? Ich könnte ja ein kleines eine Reckstange. Scheint seit Jahren unbenutzt. Das heißt, die Gefangenen machen hier anscheinend keinen Sport. Schade. Reck. Okay. Ah, Hinterhof. Guck mal. Wir haben einen Hinterhof entdeckt. Ah, hallo. Ich kann gut verstehen, warum einige der Jungs ihn für einen Snob hielten. Es war seine ruhende Art. Wie er ging und sprach, das war schon ungewöhnlich hier. Er schlenderte herum wie einer, der in einem Computerspieleladen herumspaziert und den nichts auf der Welt bedrückt. Als ob er einen unsichtbaren Mantel anhätte, der ihn beschützt. Ja... Ich glaube, man kann sagen, dass ich Randy von Anfang an mochte. Hallo Jungs, ich bin der Neue. Gut, du hast uns gerade noch gefehlt. Bin nicht sicher, ob mir das gefallen wird. Entspann dich, Kleiner. Du kannst uns vertrauen, stimmt's, Jungs? Stimmt. Meistens. Ja, wie auch immer. Wir haben eine Menge üble Sachen über dich gehört, Bruder. Die Leute reden, als wärst du ein richtiges Monster. Stimmt das? Wenn mir das Leben hier drin einfacher macht? Ja, stimmt. Ich bin das Monster. Gut gesagt, Monster. Und wie heißt du? Hicks. Randall Hicks. Randy der Rookie. Ich mag dich, Mann. Komm, spiel mit uns. Wir trainieren für den Inter-JVA Weitspuck-Wettbewerb. Komm schon, zeig, was du drauf hast. Scheiße, immer dieses Randy. Nein, danke, mir ist gerade nicht danach. Ach... Randy. Ich hab nicht gesagt, spiel mit, wenn dir danach ist. Aber du bist neu, also gebe ich dir dies eine Mal. Und jetzt, Spuck! Okay, los geht's. Das ist alles? Sag, dass das nur ein Ausrutscher war. Das war nur ein Ausrutscher. Mehr geht bei dir nicht? Komm schon, versuch's noch einmal. Okay, wenn's sein muss.
Ach, komm schon. Das kann meine kleine Schwester ja besser. Was ein Schwächling. Weißt du was, Randy? Dir fehlt das nötige Etwas. Wenn du hier drin überleben willst, musst du dir Eier wachsen lassen. Mami kann dich hier nicht an der Hand halten. Jetzt verpiss dich. Will nicht, dass uns jemand für Freunde hält. Okay, ein internationaler Weinspuckwettbewerb. Alles klar. Platte. Hier haben wir mehrere Platten anscheinend, okay. Ich wette, diese Platten sind hier schon länger als der gesamte Knast. Kann ich nicht hochheben. Zu schwer. Zu schwer, natürlich. So, können wir mit den Gefangenen hier quatschen? Ich will spucken. Tu dir keinen Zwang an, Junge. Das ist alles? Mann, du wirst immer schlechter. Motherfucker. Weiß gar nicht, was ich falsch mache. Hey, gib nicht auf, Neuling. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wenn du wüsstest, was ich hier schon alles erlebt habe. Hey, wisst ihr noch, der Typ, der immer Buttermilch getrunken hat, um die Spucke anzudicken? Ha, wie hieß der noch? Das war Johnny Knives. Genau. Der Bastard hat eine Menge Rekorde gebrochen, damals. Und was ist mit Lester? Der Typ war ein Mathe-Genie. Und Mann, oh Mann, wie der das für sein Spucken eingesetzt hat. Wie bitte? Der hat beim Spucken Mathe benutzt? Mensch, Neuling, Spucken ist nicht so einfach, weißt du? Man muss auch mal ein Köpfchen benutzen. Der Typ konnte die Erdbeschleunigung zu seinem Vorteil nutzen. Und so Bradleys alten Rekord brechen. Ja, ja. Das war wirklich Hochleistungssport vom Feinsten. Okay, gut, alles klar. Johnny Knives war anscheinend der bekannteste Weitspucker überhaupt. Habe ich aber keine Ahnung, ich kenne den Typen nicht. Also ist mir das auch Wumpe. So, und da haben wir sogar den Vertreter. Ach, guck mal, Vertreterchen, was ist mit dir los, Kumpel? Echt ein ziemlich hässlicher Typ. Ja, naja, so hässlich ist er jetzt nicht. Können wir mit dem vielleicht quatschen? Hey, dich kenne ich doch. Du warst so eine Art Vertreter, oder? Ja, ich habe früher für Wondermatic Industries gearbeitet. Wie auch immer. Du solltest deinen Vorgesetzten mal erzählen, dass euer Zeug echt gefährlich ist. Das wird schwierig. Ich bin gefeuert. Wie kommt's? Tja, ich hatte ein bisschen eine schwere Zeit. Konnte nicht mal ein Heftklammerapparat an den Mann bringen. Ich verlor beinahe mein Haus und hatte Schulden bis über beide Ohren. Aber dann machte ich das Geschäft des Jahrhunderts. Das Geschäft, das jeden Vertreter von Neid erblassen ließ. Ein Geschäft, das sogar den Tod selbst beeindrucken würde. Klingt toll. Tja, naja, ich brachte den armen Schlucker dazu, fast das ganze Sortiment zu kaufen, aber... Aber? Einer meiner Vorgesetzten kriegte das spitz und kam mir zuvor. Ist nicht wahr. Und was dann? Bin zu ihm hin und hab ihn umgelegt. Ohne Scheiß jetzt? Unter uns, ganz so war's nicht. Weißt du, die Leute übertreiben ja gerne. Tatsächlich habe ich ihn kaum berührt. Seine Krawatte verfing sich im Aktenschredder. Was für eine Sauerei. Oh, kommt mir irgendwie bekannt vor. Übrigens, der Schredder, war das ein Wondermatic? Ja. Jetzt, wo du sagst, fällt's mir auch auf. Die Geräte sind echt gefährlich. Was hältst du von dem Laden hier? Was hältst du von dem Laden hier? Tja, gar nicht so übel, wenn man sich etwas eingelebt hat. Erst ist es ziemlich hart. Die Neulinge haben's am schwersten. Was du nicht sagst. Irgendwann vergessen sie dich. Kleiner Tipp, verhalt dich einfach unauffällig. Verstehe. Weiß nicht, ob das möglich sein wird. Ich scheine ja schon einen gewissen Ruf hier drin zu haben. Stimmt. Die Leute erzählen üble Sachen. Ja, ich sag mal so, als Neuer hat man es im Gefängnis wahrscheinlich generell nicht leicht. Auch was man so in Filmen oder Serien oder Dokumentationen sieht. Das ist echt immer ein hartes Pflaster. Was denn für Sachen? Was für Sachen? Komm schon, mach dir keine Gedanken. Vergiss es einfach. Oder es wird nur unnötig hart. Du weißt ja gar nicht, wie recht du hast, Kumpel. Weißt du, wie man Sprengstoff vielleicht selber herstellen kann? Kannst du mir da irgendwelche Tipps geben oder weißt du was? Weißt du, wie man Sprengstoff selber herstellen kann?
Sprengstoff? Sehe ich aus wie jemand, der sich mit Sprengstoff auskennt? Eigentlich nicht, aber man weiß ja nie. Nun ja, tut mir leid. Meinst du wirklich, du solltest mit Sprengstoff rummachen? Tja, der ist nicht für mich, sondern für einen Freund. Na sicher. Kennst du jemanden, der mir weiterhelfen kann? Mit deinem Ruf glaube ich kaum, dass viele Leute überhaupt was mit dir zu tun haben wollen, geschweige denn dir helfen. Nicht alle sind so wie ich. Obwohl... Obwohl was? Vielleicht kannst du Sleazy fragen. Der Typ kann wirklich alles besorgen. Hab ich schon gehört. Ja gut, aber Sleazy, der braucht 24 Stunden, bis er mir die Sachen, die ich brauche, besorgt hat. Und so lange habe ich nicht Zeit. Kennst du die Typen, die man die Schwestern nennt? Kennst du die Typen, die man die Schwestern nennt? Klar, die sind hier ziemlich bekannt. Aber so freundlich wie die tun, sind die in Wirklichkeit gar nicht. Tja, naja, versteht sich irgendwie von selbst, oder? Glaub mir, die willst du nicht als Freunde haben. Oh, das glaube ich gern. Ich wollte bloß in die Bibliothek rein und die stehen vor der Tür Wache. Ich komm nicht rein. Dann lass es. Das ist Plan B, aber hier scheint es nicht viel Beschäftigung zu geben und ich muss so langsam echt mal wieder ein gutes Buch zur Hand nehmen. Ich weiß, was du meinst. Und weißt du was? Ich helfe dir, Neuling. Aber du schuldest mir was, okay? Ja, klar. Die Schwestern haben so eine Art Codewort. Ein Passwort? Ja, so eine Phrase, die sie benutzen. Wenn du ihnen klar machen kannst, dass du dazugehörst, müssen sie dich durchlassen. Woher willst du das wissen? Sagen wir mal, wir hatten schon miteinander zu tun. Willst gar nicht so genau wissen. Wie lautet das Passwort? Red mit ihnen und benutze diese Worte. Klaatu Barada Nikto. Das kenne ich irgendwoher. Wiederhole. Klaatu Barada Nikto. Nochmal. Reicht schon, ich hab's gespeichert. Sehe ich wie irgend so ein Vollidiot aus, oder was? Danke, du hast dein Gut bei mir. Okay, dann bis später. Na dann, bis später. Man sieht sich, Neuling. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, ganz ehrlich. Der bescheißt doch. Der bescheißt doch, der Typ. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach so geht. Garantiert nicht. Dann gehen wir mal wieder rein und gucken mal, was das bringt. Ich glaube nämlich im Grunde gar nichts. So. Dann schauen wir mal. Oh! Ach, guck mal. Wo ist der Koch auf einmal hin? Der werte Chefkoch. Schnaps. Den Fusel kann ich nicht einfach mit der Hand nehmen. Das Zeug könnte nicht ekliger aussehen. Moment, wir haben doch ein Glas hier. Geht nicht. Da ist ein Loch im Glas. Ach so, stimmt ja. Stimmt, das ist ein Loch. Klappbett, kann ich das jetzt öffnen hier? Ich krieg ihn nicht mit bloßen Händen raus. Schade. Hätte schwören können, ich krieg ihn vielleicht irgendwie auf. Okay. Dann schauen wir mal. Ja, moin. Tut mir leid, dass ich nochmal störe. Was denn noch, Frischfisch? Ach, guck mal, die Küche ist es auch auf. Klaatu Barada Nikto. Okay, dann sage ich mal den Zauberspruch. Wovon redest du da? Klaatu Barada Nektai? Nektar? Nickel? Ach, scheiße, wie war das nochmal? Ich weiß, es ging mit N los. Wie war das scheiß letzte Wort? Nikto. Das war's. Klaatu Barada Nikto. So, ich hab's gesagt. Also aus dem Weg jetzt, die Bibliothek erwartet mich. Was geht denn bei dir ab? Was soll denn das werden? Uns deaktivieren? So langsam fängst du an, mir auf den Sack zu gehen. Ich dachte, das wäre das Passwort. Das Passwort? Ich glaube, da hat dich jemand verarscht, Kleiner. Du wirst hier eine richtige Lachnummer. Arschlöcher. Willst du's heimzahlen? Ja. Ja, will ich. Willst du ein für alle Mal klar machen, dass man so nicht mit dir rumspringen kann? Ja, sicher. Willst du bis Dienstag überleben? Auf jeden Fall. Also, was muss ich tun? Komm in die Wäscherei und ich zeig's dir. Aber ich warne dich. Wenn du beißt, schlag ich dir die Zähne ein. Nenn mich einfach Bord. Okay, ich weiß, worauf das hier hinausläuft. Und ich passe. Na komm schon. Lass mich nicht hängen. Ich hatte mir schon Hoffnung gemacht. Gib mir wenigstens einen kleinen Kuss. Ein Kuss?
Vergiss es, das ist mir zu brenzlig. Ich hau ab. Ein Kuss. Bis dann. Und sei vorsichtig. Hier drin weiß man nie. Ein Kuss. Also manchmal ticken die Gefangenen echt nicht so richtig. Okay, kann ich jetzt in die Küche? Guten Morgen. Ja, morgen. Ich heiße Randall. Bist du der neue Sous-Chef? Nee, ich wollte nur... Dann verpiss dich aus meiner Küche, du Schabe! Aber ich wollte doch nur... Ich will das nicht nochmal sagen. Ich reiß dir die Beine raus. Okay, okay, Mann. Oh Mann. Bruno will mich scheinbar nicht in der Küche haben. Na toll. Können wir nochmal runter? Ich brauche einen echt guten Grund, damit ich wieder in die Küche gelassen werde. Natürlich. Okay, gut. Vielleicht kann uns Murray helfen. Vielleicht macht der uns zum Stellvertreter oder so. Oder zum... Keine Ahnung, zum Helferlein. Murray. Murray? Bruno will mich nicht reinlassen. Was zum Geier ist denn mit dem Koch los? Ja, der ist schlecht drauf. Aber er kann nichts dafür. Als er klein war, hat ihn sein Vater gezwungen, seinen Hamster aufzufressen, als er sein Zimmer nicht aufgeräumt hatte. Im Ernst? Ich meine es immer ernst. Damals entstand wohl sein fieser Charakter und seine Kochleidenschaft. Erstaunlich, aber wissen Sie was? Ich koche auch leidenschaftlich gern. Willst du damit sagen, dass du in der Küche arbeiten willst? Naja, das wäre echt toll. Da gibt's sicher eine Menge Zeug, das ich in meinem Inventar ganz gut machen würde. Wie bitte? Oh, nichts. Na gut, dann mache ich dich vorläufig zum Sous-Chef. Sag Bruno, dass du sein neuer Gehilfe bist und zeig ihm, was du drauf hast. Danke, Murray. Ich werde mein Bestes geben. Na dann, ich lasse ihn mal weiterarbeiten. Ich lasse ihn mal arbeiten. Sehr schön. Jetzt können wir quasi wieder zurück in die Küche. Jetzt hoffe ich mal, dass Bruno uns nicht mehr rausschmeißt. Das wäre doch fein. So. Brunochen. Hallo nochmal, mein Freund. Ich will hier... Verpiss dich aus meiner Küche, Kakerlack! Hey, warte mal, Bruno. Ich soll dir hier beim Kochen zur Hand gehen. Wer sagt, dass ich Hilfe brauche? Murray sagt das. Vielleicht solltest du mal ein Wörtchen mit ihm reden. Ich will keinen Ärger mit den Wachen. Die haben mich eh schon auf dem Kieker, seit ich einem von ihnen mal den Daumen abgebissen habe. Oh, okay. Also... Was soll ich machen? Ich sag doch, ich brauche keine Hilfe. Aber schätze, du könntest mal mit der Suppe anfangen. Nimm den Topf da drüben. Alles klar. Na wunderbar. Bruno, der Koch, der einer Wache den Daumen abbiss. Mhm. Irgendwie interessant, oder? Ich meine... Zuerst haben wir den Boxer Mike Tyson, der einem anderen Boxer das Ohr abgebissen hat. Jetzt kommt hier Bruno, der Koch, der an der Wache den Daumen abgebissen hat. Was kommt als nächstes? Okay, dann würde ich mal sagen, nehmen wir mal die Brühwürfel hier mit. Wenn wir das dürfen, natürlich. Ja, siehste. Perfekt. Brühwürfel haben wir schon mal. Den Topf, können wir den einschalten hier? Oh, Moment, was ist das denn? Ein Haufen kleiner Dreiecke. Sieht so aus, als wäre das so eine Art Anleitung für irgendwas. CPS Matic 9000 Series. Okay, die 9000er Serie von CPS Matic. Einschalten auf dem roten Knopf. Kontrollknöpfe. Okay, Schritt 1 auswählen. Okay. Gut. Ich weiß so nicht, ob das funktioniert, aber ich hab...